Hallo und willkommen bei WatchMaxes Podcast. Ich bin Axel und heute geht es um zwei Dinge. Zum einen ein Thema Luxus bzw. Luxusuhren und im zweiten Teil geht es um die vor kurzem von Laco neu eingeführte Produktlinie Laco Pro. Beim ersten Teil Luxusuhren, da habe ich diesen Impuls von einem Zuschauer bekommen, der gesagt hat, mach doch mal einen Podcast, bearbeite doch mal das Thema Luxusuhren. Ein Thema, das in Foren und in der Gemeinschaft der Uhrensammler häufig und durchaus auch sehr intensiv diskutiert wird. Und als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich gemerkt, so einfach ist es gar nicht. Als erstes möchte ich gerne Luxus gegen Dekadenz abgrenzen, einfach nur um es ausgeklammert zu haben. Dekadenz ist ja der exzessive und der maßlose Umgang mit den Dingen, eine maßlose Verschwendung von Dingen. Beziehungsweise anders ausgedrückt, ein Umgang mit den Dingen, die den Wert der Dinge komplett ignorieren und ausblenden. Ein solches Verhalten habe ich unter Uhrensammlern und Uhrenfreunden nie kennengelernt. Nie kennengelernt, das war ein Witz. Bleibt aber die Frage übrig, was ist Luxus? Und wenn wir davon ausgehen und es als gültig erachten, dass Luxus ein Bedürfnis befriedigt, dann ist die Frage natürlich berechtigt, welches Bedürfnis? Wie einige von euch wissen, habe ich mal eine Ausbildung gemacht zum Mediator und Coach und in diesem Rahmen habe ich mich auch mit den Bedürfnissen beschäftigt und ein sehr gängiges Modell dafür ist die Bedürfnispyramide nach Maslow. Ich will ja jetzt gar nicht in die Details gehen und das zu weit schweifend machen, aber die Pyramide hat 5 Stufen und baut aufeinander auf. Das heißt, die nächsthöhere Stufe wird erst dann in Angriff genommen, wenn die darunterliegende Stufe abgesichert ist. Ganz unten sind die elementaren Grundbedürfnisse: Luft zum Atmen, Wasser, Essen, Behausung. Auf der zweiten Stufe geht es um Stabilität, Ordnung, Sicherheit, eine gewisse Struktur. Auf der dritten Stufe kommt Kommunikation, Familie, Gruppenzugehörigkeit, also eine soziale Komponente hinzu. Auf der vierten Stufe geht es um Macht, Anerkennung, Status, also sich abgrenzen. Und bei der fünften Stufe geht es um Selbstverwirklichung. Das sind also die 5 möglichen Bedürfnisfelder, die durch Luxus adressiert werden könnten, wenn Luxus ein Bedürfnis befriedigt. Und das nehme ich an und das setze ich auch einfach mal als gültig und plausibel voraus. Wie kann man aber Luxus als solchen definieren? Dazu habe ich eine echt interessante Definition gefunden, weil sie den moralischen Aspekt komplett ausblendet und sich wirklich nur ganz sachlich um das Thema Luxus dreht. Und die Definition sagt, Luxus ist ein Verhalten, was sich vom Alltag abhebt oder dazu geeignet ist, dem Alltäglichen zu entfliehen. Völlig wertfrei und neutral gefällt mir wirklich gut dieser Ansatz. Wenn wir auf die Bedürfnispyramide nochmal schauen, dann ist es, glaube ich, völlig unstrittig, dass Luft, Wasser, Essen, Behausung mit Uhren nicht wirklich was zu tun hat und auch nicht wirklich mit Luxus, es sei denn, man hat dort wesentlich mehr, als man für den Alltag braucht, dann ist es eine Bedürfnisüberbefriedigung und mehr als dem Alltäglichen geschuldet, sich vom Alltag abheben, dem Alltäglichen entfliehen, könnte man sogar hier einen gewissen Luxus definieren, der aber mit Uhren nichts zu tun hat, weil Uhren dieses Bedürfnis überhaupt nicht adressieren. Ich finde es aber interessant, denn hier zeigt sich in meinen Augen der erste mögliche Punkt von Luxus und das ist die Quantität, die Menge. Man kann sich durch die Menge vom Alltag abheben und durch die Menge dem Alltäglichen entfliehen. Beim zweiten Punkt, Stabilität, Ordnung, Sicherheit. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man mit einer Uhr dieses Bedürfnis anspricht, weil eine Uhr gibt Struktur und damit Ordnung. Sie gibt auch Sicherheit, einen Termin nicht zu verpassen, pünktlich zu sein. Insofern passt das hier durchaus rein. Aber man braucht nicht mehr als eine Uhr, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Aber wenn es eine Uhr ist, die vom Wert her deutlich über meinem persönlichen Alltag liegt,
könnte auch auf dieser Stufe eine einzelne Uhr bereits als Luxus betrachtet werden, wenn ich mich dadurch entsprechend vom Alltag abhebe. Das heißt, hier gibt es zwei weitere Kriterien, die ich als luxusdefinierend ansehe. Das ist einmal der Wert und der zweite Punkt ist mein individueller Standpunkt. Denn Luxus definiert als sich vom Alltag abhebend bedeutet ja für mich, wenn ich es bewerte, von meinem Alltag abhebend. Und das kann für einen außenstehenden Dritten ganz anders sein. Dort könnte der Luxus viel früher oder viel später einsetzen, in Abhängigkeit von seinem entsprechenden Alltag. Kommen wir zum dritten Punkt, Kommunikation und Gruppenzugehörigkeit. Ich denke, jeder, der sich in Foren bewegt, auf Uhrentreffen war, der vielleicht auch mal in der Kommentarsektion meiner Videos sich mit anderen ausgetauscht hat, der weiß, dass das ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, wenn es darum geht, Uhren zu kaufen, Uhren zu zeigen, sich auszutauschen. Ich möchte nicht von Gruppenzwang sprechen, aber doch von einer gewissen treibenden Kraft der Gruppe oder einer virtuellen Gemeinschaft, sich eine Uhr oder mehrere Uhren zu kaufen oder sich zumindest dafür zu interessieren. Und wenn sich das von Alltag abhebt, dann wäre das sicherlich auch basierend auf der von mir skizzierten Definition als Luxus zu betrachten. Bei dem vierten Punkt, Macht, Anerkennung, Status oder um es positiv auszudrücken, Wertschätzung, da geht es, glaube ich, ganz eindeutig um Luxus, denn Macht, Status, Wertschätzung bedeutet ja in jedem Fall, ich will mich abgrenzen, ich möchte etwas anderes als das, was ich in meinem alltäglichen Leben habe. Ich möchte etwas Besonderes haben und das ist ganz klar die Definition von Luxus. Man könnte jetzt sagen, naja, dann ist diese Stufe der Bedürfnisse ja in jedem Fall immer Luxus. Das stimmt aber nicht, denn ich kann Macht, Anerkennung, Status und Wertschätzung ja nicht nur durch Konsum erfahren, sondern auch durch Meinung, Wissen, Handeln. Und alles das ist nicht das, was man üblicherweise als Luxus bezeichnet, den man ja mit Konsum oder mit anderen Sachen in Verbindung bringt. Und die Frage der Macht, Anerkennung, Status, Wertschätzung kann eben auch erreicht werden und befriedigt werden, ohne dass es direkt Luxus sein muss. Wenn es in den Bereich des Konsums geht, würde ich aber dazu neigen zu sagen, dass das in jedem Fall Luxus ist, wenn es erworben wird und wenn der Konsum stattfindet, um sich abzugrenzen, um Anerkennung zu finden. Denn das ist dann nach meiner Einschätzung nicht mehr der Alltag oder das Alltägliche. Ja, zum Sinn des Lebens, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich mag Uhren, ich mag die Beschäftigung mit Uhren und ich bewege mich auch gerne unter Uhrenfreunden. Aber die Uhr als Sinn des Lebens zu definieren, soweit würde ich definitiv nicht gehen. Ja, das war das Thema Luxus. Würde mich echt interessieren, wie ihr das seht, ob ihr meinen Gedanken folgen konntet, ob ihr eine komplett andere Sicht darauf habt, ob ich vielleicht einen Denkfehler habe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr ein Thema habt, von dem ihr denkt, das könnte was sein für meinen Podcast, schreibt es mir auch gerne rein. Wenn es zu meinem Kanal passt und ich meine dazu, etwas halbwegs Interessantes sagen zu können oder eine sehr ausgeprägte Meinung dazu habe, dann mache ich dazu auch wirklich gerne einen Podcast. Insofern schreibt es sehr gerne rein. Ich freue mich auf eure Vorschläge, eure Ideen und eure Gedanken. Der zweite Punkt heute ist Laco. Laco hat mit der Serie Laco Pro neue Fliegeruhrenmodelle eingeführt. Und zwar die Stuttgart, das ist der Baumustertyp A, und die Karlsruhe, das ist der Baumustertyp B. Das Besondere bei den Pro-Modellen ist, dass sie komplett konfiguriert werden können. Diese Option gibt es bei der Basisserie, den günstigeren Grundmodellen, und bei der Serie Laco Original in dem Maße nicht. Dort gibt es zwar einen großen Strauß an vorkonfigurierten Uhren, aber die Karlsruhe und die Stuttgart lassen sich komplett selber durchkonfigurieren. Es gibt die Uhren in Gehäuse von 37 mm, 40 und 43 mm. Boden und Krone sind verschraubt.
Die Uhren sind bis 20 bar wasserdicht und es gibt sie wahlweise als Automatik- und als Handaufzugsuhren. Die Werke gibt es aus der Schweiz mit unterschiedlichen Qualitätsstufen, mit unterschiedlichen Finisierungen und unterschiedlichen Verzierungen. Man kann die Uhren mit und ohne Datum wählen, mit und ohne Lack- und Schriftzug. Die Uhren sind standardmäßig innen entspiegelt. Auf Wunsch gibt es sie mit innen- und äußerer Entspiegelung. Wirklich eine ganze Menge an möglichen Konfigurationen, die man hier vornehmen kann, um sich seine Uhr zusammenzustellen. Die Preise bewegen sich beim einfachsten Grundmodell von 850 Euro bis hin zu 1600 Euro, wenn man jede mögliche Option wählt. Ja, was halte ich jetzt davon? Im Grunde finde ich es gut, aber, und das sind zwei große Aber, die Gehäuse 37, 40, 43 mm kosten nicht das gleiche. Das 40 mm Gehäuse ist 100 Euro teurer als das 37 mm und das 43 mm noch einmal 100 Euro, sodass der Sprung im Gehäuse von 37 auf 43 mm 200 Euro kostet, ohne dass ich überhaupt irgendeine andere Option gewählt habe. Ich habe keine Ahnung, wie die Preiskalkulation und die Kostenkalkulation von Laco aussieht. Gefühlt aus dem Bauch heraus würde ich aber sagen, das ist relativ viel nur für ein größeres Gehäuse. Nur meine Meinung, vielleicht hat jemand von euch da einen detaillierteren Blick, ein detaillierteres Wissen und straft mich Lügen. Persönlich finde ich es ein bisschen viel nur für das größere Gehäuse. Der zweite Punkt ist aber ein ganz anderer. Für mich gehört zum Thema Markenbindung auch, dass diese Marke zu mir passt, dass ich da das finde, was ich gerne hätte. Das bedeutet auch, dass ich bei anderen Marken eben nicht das finde, was ich gerne hätte. Mit dem Konfigurator hat Laco jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass jemand, der eine Fliegeruhr sucht, mit hoher Wahrscheinlichkeit dort in jedem Fall das findet, was er gerne hätte. Und das macht diese spezielle Produktlinie zu einem gewissen Teil auch beliebig. So sehr jede einzelne Uhr individualisiert ist und auf die individuellen Wünsche abgestimmt ist, so ist es dann doch die Marke, die für jeden was hat, die nicht mehr so speziell ist. Um es mal mit anderen Worten zu sagen, wenn andere Marken nachziehen und ähnliche Konfiguratoren einführen, die ähnlich weit gehen in einem vergleichbaren Qualitätssegment, dann verwischen die Unterschiede zwischen den einzelnen Marken, weil es am Ende keine Rolle mehr spielt, bei welcher Marke ich schaue, weil ich ohnehin jede Option bei jeder Marke in einer vergleichbaren Qualität bekomme. Und damit verschwinden die Differenzierungen zwischen den Marken. Und das finde ich eigentlich sehr schade, auch wenn ich es natürlich aus kommerziellen Gründen vollkommen verstehe, weil Laco hat hier ganz klar einen Marktvorteil, den viele andere Marken so nicht haben. Dekla bietet etwas Ähnliches an. H2O hat einen ähnlichen Konfigurator, nicht was die Größen betrifft, aber was andere Optionen betrifft. Aber hier ist es wirklich so, das ist die Uhr für jedermann in beinahe jeder Größe, in beinahe jeder Variante. Und das, ich finde es einfach schade. An dem Punkt würde mich echt interessieren, wie ihr das seht. Ob ihr sagt, das ist eine super Sache und sollte jeder machen. Oder ob ihr sagt, okay, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, denn dann ist Laco ähnlich wie Stover oder Archimede oder wer auch immer dann die Fliegeruhr baut, letztendlich nicht mehr entscheidend, denn jede Marke könnte mir die Uhr so hinstellen, wie ich sie möchte und dann brauche ich auch nicht zu suchen und es ist auch am Ende wurscht, welche Marke ich dann kaufe. Das war mein Podcast. Freut mich sehr, dass ihr bei mir gewesen seid. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr es seht, ob ihr Wünsche für die zukünftigen Podcasts habt. Ansonsten erfreut euch an euren Uhren, bleibt gesund und freut euch auf die nächsten Videos, denn die kommen bestimmt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.